Willkommen zurück zu Let's Play Together Tekkit Classic, Folge 27. Ja, wir haben jetzt eine Enderperle gecheatet, aber auch nur aus größter Not, weil wir es dringend brauchen. Und jetzt machen wir uns ein paar. So, zum 8 Enderperlen, das schicken die eine, heben wir uns noch auf und dann machen wir weiter Diamanten. Nein, die war, die eine heben wir uns auf und die eine schmeißen wir ja noch weg, die schulden wir ja noch der Welt. Okay, mal gucken, die Enderperle hier. Oh Gott, ich glaube, ach komm, ich hier in der Sand schmeiße da in die Lava, oder? Oder? Ah, Creeper! Schluss, geh nicht aus der Tür gehen, okay? Okay. Okay, ja, ich weiß einfach auf den Grund von See. Haben wir nie gesehen. So. Fick dich, Creeper. Fick dich, Creeper, fick dich, Creeper. So, jetzt habe ich dir gezeigt, wer der Boss ist, wa? Okay, Stutzki, jetzt Ey, im bastel ich Loch habe uns... ich eben auch einen Creeper hochgejagt. Stutzki, haben wir noch Obsidian? Weiß nicht, ich weiß, glaub nicht. Ich will mich noch einen blöden Anchor craften. Immer Also neu. blöden Anchor. Ich gehe mal schnell einen Obsidian holen. Und wie man gesehen hat, haben wir professionell die Enderperle entsorgt. Dann stütze ich nicht in den See läuft. Irgendwann werden wir auch mal Öl in Tanks füllen. Das benutzen wir für die Quarry. Eigentlich könnte ich mir das alles leisten, aber andererseits, meh. Ich mich immer gefragt habe, ob man Lava im, ich meine Wasser im Nether platzieren kann. Okay, nehmen wir mal ein bisschen Also, Öl. wenn du Wasser im Nether platzierst, das verdampft sofort, das ist ein Ruckzuck weg. Weißt du das? Hast du schon mal ausprobiert? Ja, genau wie mit dem Bett. Das ist Das echt. habe ich auch mal ausprobiert. So, Bett, Nether. Wo man das platzieren? Das war eine Adventure Map. Da habe ich mir die Adventure Map den Weg hochgejagt. Nein, da war es App, nicht jetzt. Mal gucken, ob es wichtig ist. Die, Igon Pro. Scheiß App. Direkt an mir auf, als man sie benutzt. Stutzki, guck mir mal kurz nach, wie man Anker craftet und dann tu schon mal die Items, die man dafür braucht, in Project Table. Was kraftet? Das Ding nennt sich ANCHOR, heißt das Ding. Da An. klickst du mal drauf und guckst mal, was für Items ich dafür brauche. Und die tust du dann im Project Table unten in das Feld rein. Nochmal, stoppe ich nochmal. ANT. Nein, CH. ANCH. Ja. E. Ah, warte, ANCH. Ja. ER. Kommt nichts. Liegt vielleicht dann daran, dass ich auf Deutsch stehen habe. Nein, das heißt trotzdem Anchor. Mann. ANCH und dann müsste da so ein, was Ding kommen, das heißt World Anchor. Na gut, tu mal ein bisschen Gold und ein paar Diamanten in die, in Project Table. Ach hier, World Angel. Genau. Gold, dir und Obsidian, okay, das krieg ich hin. Dann besorgst du einfach von den Items, weil wir brauchen zwei Anchors. Einmal für zu Hause und einmal für... Oh, ich habe 20 Gears in meinem Inventar! Ich weiß, was dir dabei gefallen. Ich brauche ein paar Anchors, die nehme ich dann nämlich... Ich tue einen Nether ein in unser Haus. In unserem Haus wird durchgehend Strom produziert, dann brauche ich jetzt einen Geotherm-Generator, der durchgehend von der Flüssigkeit aus dem Tank gespeist wird. Das ist so verrückt, dass es klappen könnte. Nein, das ist nicht verrückt, das ist die beste Technik überhaupt. Und sag mal, werde ich mal Marks Zimmer spalten. Denn es ist auch kein Respawn-Punkt mehr, weil du in seinem Bett gelegen hast. Echt? Ja. Da waren sie drin, eine Druckplatte. Egal. Taktischer Vorteil. Hab ich dahin gemacht. Machen wir mal ein bisschen Obsidian. Scheiße, jetzt brauche ich irgendwas zum Durchbrennen. Nikolai! Nikolit ist immer gut zum Durchbrennen. Ich weiß, das Ding hat auch echt viel MC, ey. Ich habe viel, mehr als 64 Obsidian daraus gekriegt. Echt? Ja, das hebt man auch mal auf, das, also die Menge an Obsidian. Mal gucken. Jetzt wir das Ich wieder da meine, rein, jetzt ich habe wir eben wieder mal da rein. Stack Kohle, über einen Stack Kohle gemacht aus einem Stack Nikolite. Ja. Läuft der Generator noch? Ja, ne? Gut. Nicht ausgemacht. Ich will nochmal einen Geotherm nochmal extra anschließen wahrscheinlich. Also extra damit, ne? Falls da eine, falls wir keine Lava mehr, falls einer ausfällt, dass wir dann immer einen anderen befeuern können. Okay. Da ist Gold drin, ne? Gut. Hey, du hast ja schon das Crafting-Rezept gebaut. Okay, jetzt muss ich nur noch Dias da rein tun und Obsidian. Dann kann ich. Stürze ich tu nochmal, schmeiß nochmal Gold unten rein. Scheiße, jetzt ist das Rezept im Arsch. Jetzt brauche ich nochmal Gold.
Watch Dogs. Hoffentlich braucht Angel überhaupt in der Perle. Ansonsten war es eine Aktion, die voll für den Arsch war. Mal gucken. Gold, 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 Gold. Dia, Dia. Obsidian, Obsidian, Obsidian. Ich habe mal zwei World Angels. So. Die Dias nehme ich mal wieder raus und tue sie mal hier rein. Jetzt, super, jetzt ist alles durchgebrannt. Maschinen laufen immer noch, Stutzki. Das ist eine Katastrophe. Und der Furnace ist 100% Titat. Okay. Wir gucken, den Terry Messerator, dafür dann mal schnell das Redstone Ohr. Ich habe gerade einen Texture-Fehler im Messerator. Ich will, ja, ich, das sieht bei mir aus wie ein weißer Block. Warum hast du da ein Nether Redstone Ohr drin, ne? Darum, weil es jetzt dann püriert wird und das Redstone ist dann fertig. Okay, Stutzki, pass auf, die Tanks kommen. Die bauen wir. Pass auf, den Tank baust du hier hin. Siehst du hier hoch? Hier? Durch die Decke durch? Nein, nicht durch die Decke durch. Da brauche ich mehrere hin. So viele Tanks brauchen wir gar nicht. Den Rest hebst du mal auf, den brauchen wir irgendwann nochmal. Weil so viel Lava brauchen wir nicht, pass auf. Kann ich noch so ein Ding daneben stampfen? Nein, Stutzki. So. Bleibt aber noch eine ganze Säule übrig. Ich habe noch 8 Stück. Mal gucken, jetzt tun wir Angel hier hin, hoppla. Ah. Geh mal weg. Oh, ich glaube, das funktioniert sogar ohne Enderperlen. Wofür habe ich die gemacht? Okay, Stutzki, jetzt müsste hier die Umgebung durchgehend geladen sein. Hoffe ich. Angel Cut macht man genauso. Was ist das da? Dimension. Es gibt sogar einen dimensionalen Anker. Eisenblock und Gold außenrum. Man ist der billig zu machen. Egal, ich tue den World Anchor, ich tue nochmal einen World Anchor in Nether. Pass auf, Stutzki. Ich craft jetzt alles Nötige gleich. Okay, wir gucken. Der Messerator kriegt jetzt auch noch Tin Ore. Und dem, hier nehme ich mal das Redstone raus, tu es mal hier hinten rein, weil damit kann der Ofen nicht viel anfangen, so. Oh, viel Redstone. Ja, der Anchor ist ja auch relativ gut. Oh, habe ich einen Glasblock hier? Egal. Soll ich da vielleicht mal eine Batterie reinstecken, damit es ein bisschen mehr Power hat? Nein, das funktioniert, das Ding hat schon Power. Das ist doch voll! Der Ofen auch, was willst du? Ja, weiß nicht. Der Blitz ist voll, mehr geht nicht. Endlich funktioniert das System mal fehlerfrei. Fick dich, Zombie, fick dich, Zombie, fick dich, Zombie, fick dich, Zombie. Das ging einfach. So. Stutzki, du bringst mir mal Gold, Silber und Eisen, okay? Jo. Gold. Pum, Eisen. Und einen Tank. Warte. Und Redstone. Aber Redstone habe ich hier noch. Zack, 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 zack. Dann werden wir jetzt erstmal aus Holzstöcke machen und da draus dann ein. Ich tue es hier oben in die Kiste rein. Nein, ich brauch's direkt beim Impf. So, jetzt tue ich hier mal das aus Stöcken machen. Und ich brauche ein bisschen Cobblestone. Was ist denn das? Das ist Silber. Ja, du sagst Gold, Eisen, Silber, Redstone. Na gut, dann habe ich mich versprochen. Okay, Koppel haben wir auch. Ja, gut, dann machen wir hier draußen Stone Gear. Hoppla. Dann machen wir daraus dann Iron Gear. Und aus dem Iron Gear, das tun wir jetzt hier hin. Da muss ich noch eine Picke machen, fällt mir so ein. Oh fuck, jetzt muss ich Krempel wieder rausnehmen, ey. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Picke, so. Nein, ich will nicht noch eine machen, ey, Kurzstichrezept. So. Mal gucken, jetzt mache ich ein Mining Well erstmal. Mining Well noch mal. Nein, der Mining Well brauche ich viel Pumpe. Und eine Eisenspitzhacke, dann Iron Gear, Redstone. Spitzhacke, Eisenzahnrad, Redstone. So, und jetzt tue ich hier neben Eisen hin. Okay, jetzt haben wir eine Pumpe, Digga. Endlich. Okay, pass auf. Irgendwie muss ich... Also jetzt muss ich erstmal... noch mehr Gold. Mal gucken. Irgendwo ist doch bestimmt hier was brauchbar. Ja, jetzt brauche ich noch eine Engine. Brauche ich Glas? Wir machen eine Sterling Engine. Cobblestone ist schon mal gut. Glas brauche ich noch. Fuck, jetzt brauche ich Pistons, ey. Ich muss andauernd hin und her rennen, weil du nicht genau weißt, weil du nicht weißt, wie man Items craftet. Scheiße, ja, nicht genug Holz.
nie genug Holz. Ich weiß, das regt mich auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt genug Holz. Nicht genug! Das nenne ich genug. So, nehmen wir mal 4 Stacks mit. Dann tun wir die ja wieder rein. Oh, das ist viel Holz. Sehr viel Holz. Ich weiß. Jetzt geschickt wird, dass dauernd die Items fehlen. Okay, mal gucken. Pisten. Dann tun wir mal 3 davon hin. Dann tun wir hier... Na bla. Hier 2. Da 2. Eisen. Redstone. Das ist doch kein Redstone. Redstone. So. Pisten. Jetzt muss ich noch... Oh, scheiße. Schon wieder zu wenig Holz. Irgendwas ist hier verkehrt. Hoppla. Ich muss erst zu Stöcken machen. Oh, wir haben fast 2 Reihen Holz verbraten, um einen Diamanten herzustellen. Ist doch egal. So. Moment, soll ich jetzt noch umcraften zu Stone Gears? Oh, jetzt habe ich zu wenig Cobblestone. Irgendwann dauern zu wenig von irgendwas. So. 2 Stone Gears. Links, rechts. Kolben. Glas. 3 Steine. So, jetzt haben wir eine Steam Engine. Und jetzt bauen wir uns noch einen Hebel und dann gehe ich in Nether. Und ich darf die Kohle nicht vergessen. So, Stutz, gehen wir irgendwo Kohle? Nein, wir haben keine Kohle. Scheiße, ich brauche haufenweise Kohle. Was guckst du eigentlich im Scheißdreck zu? Keine Ahnung, ich habe nichts Besseres zu tun. Ich könnte dir was Besseres zu tun geben. Wenn du es könntest, was du tun sollst. Was denn? Es geht darum, was anzubringen. Jetzt ist, die Maus ist jetzt nach rechts auf einmal ganz langsam und nach links ganz schnell. Das, ich bin nach links ganz... Ja doch. Irgendwas stimmt da mit meiner Maus gerade nicht. Mhm. Jetzt geht sie wieder. Da hängt nur eine Fussel vor. Fussel? Ja, eine Fussel. Na komm her, Silber habe ich noch nie gebraucht eigentlich. Warum gibt's das überhaupt? Egal, haben wir durch. Wahrscheinlich, weil man für irgendwas braucht. Für irgendwas, was ich nicht kenne. Heißt ja nicht, dass du alles kennen musst. Ich gebe gleich mal, das heißt nicht, dass ich alles kennen muss. Ich muss alles kennen. Jetzt hab ich fast die Kohle wieder weggeballert, aber muss ich das dabei haben. Kohle... Du musst nicht alles kennen. Ich kenne deine Mutter. Zack, 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 zack. Jetzt hätte ich fast Mining Well da drin platziert. Da muss ich doch eigentlich eine Pump draus machen. So. Mal gucken. Kohle wollte ich auch noch eins reintun. So. Und jetzt, Schlitzki, gehe ich in den Nether. Mhm. Oder ich hätte mir erst nochmal Schlitzki, ich muss nochmal einen Dimensional Anchor machen, um sicher zu gehen. Dimensional Anchor, mal gucken. Ich brauche 9 Eisen, das haben wir schon noch da. Und dann brauche ich noch 4 Gold, glaube ich. Warte. Anchor. Ja, Eisenblock und 4 Gold. Ich hatte recht. Na, nicht genug Eisen da, aber ich hasse es. Aber es ist eigentlich immer, wovon ich denke, dass genug da ist, nie genug da. Also wenn wir in dieser Dimension aufhalten werden, brauchen wir hier keinen Dimensional Anchor, aber im Nether brauchen wir einen. Weil da hält es ja kein Mensch eigentlich auf. Das ist eigentlich nur, um die Items rauszuporten. Die 8 Eisen lassen wir gleich da. Ich dachte, ich voll gleich die Überlänge dabei hat. Passt gerade mal so. Ich müsste beenden. Auf in den Nether. Ein Krempel anbringen.
Okay, ich bin im Nether. Echt? Ja. Mal gucken, jetzt nehmen wir hier mal schnell den Cobblestone. Den brauche ich jetzt erstmal, um meine Maschinen anzubringen. Okay, jetzt kommt hier vorne die Pumpe dran. Okay, dann baue ich den Scheiß wieder ab. Okay, und dann nehme ich das, platziere es hier. Dann kommt hier die Steam Engine dran. Da kommt hier ein Hebel hin. Und dann machen wir es nochmal aus. Und dann Alkohol tue ich schon mal rein. Und dann kommen hier noch die beiden Anchor hin. Dann kommt hier der Dimension und dann kommt hier der World Anchor. So, Stutzki, ich komme erstmal wieder hoch. Ach ja, du kannst übrigens für mich bereithalten, Dias. Ich hab auch keine Dias. Oh, scheiße, dann halt in der Truhe ist aber was drin im Energy Connector. Ich brauche Gold, Eisen, Dias. Und das nicht zu knapp. Und Holz. Obwohl Holz ist ja direkt nur ein Crafting Table. Okay, Dias hole ich mir jetzt selber. Mit dir sind in der Kiste. Ich weiß. Gold und Eisen brauchen wir jetzt. Ich hab schon welche Stützki. Hab ich ja gesagt. Hm? Au! Was denn? Gold, Eisen zum Scheiß. Nein, ich mach Dias. Ich hab doch Dias. Ich brauche aber auch welche. Ich hab 20 Stück. Wofür brauchst du welche? Hast du mir jetzt meine Eisen mitgebracht, die ich brauche? Was? Ah, ich kill dich gleich. Du hast eben gerade gesagt, du holst dir selber welche. Dias meinte ich. Ich bin voll mir aus dem Farm. Ich bin auch an etwas zum Bauen dran. Nicht irgendeine billige Waffe, oder? Nee. Ein Quarry. Ach so. Platzieren tust du aber nicht. Ich weiß nicht, wie man das besser, ich meine, effizienter machen kann. Ich weiß. Drei bleiben weg. McQuarrie ist echt einfach, aber ich muss jetzt einen rechten Crafting Table nehmen, weil ich hier gerade an dem linken zugange bin. Oh, ich habe Rückenschmerzen. Oh, schon wieder die Folge Überlänge, ich bin gut. Okay, das war's für diese Folge, bis in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.